Hi, ich bin Friederike und heiße dich herzlich willkommen bei einem neuen BookTube-Video. Heute möchte ich mir mit dir gemeinsam meine 23 Bücher für 2023 anschauen. Ja, was soll ich sagen? Ich habe dir ja bereits in meiner Zusammenfassung vom letzten Jahr, ich verlinke dir das Video oben gerne, habe ich dir ja bereits einige meiner Learnings aus diesen Challenges gezeigt oder davon erzählt und deswegen war ich am Überlegen, was ich dieses Jahr mache. Denn ich bin so meinen Sub durchgegangen und war so, ich weiß nicht, irgendwie passt das nicht so ganz mit der Challenge und mir in diesem Jahr. Einfach, weil ich ja sowieso alle Bücher lesen möchte von meinem Sub. Da habe ich dir ja auch in meinem Sub-Video, das verlinke ich dir auch oben, habe ich dir ja mehr zu erzählt. Und von daher war ich so, eigentlich gibt es nicht Bücher, die für diese Challenge passen. Und natürlich hätte ich dann sagen können, ich mache 12 für 2023, heißt jeden Monat ein Buch. Aber ich finde, dadurch, dass ich Vielleserin bin, dass ich immer so ein bisschen mehr Herausforderungen brauche. Also klar, jeder muss das entscheiden, so wie er oder sie liest. Aber bei mir ist es ja so, dass ich jemand bin, der sich recht gut organisiert, auch mit Challenges und so weiter und so fort. Und dementsprechend war ich so, okay, ich brauche eine neue Idee und deswegen habe ich mich dafür entschieden, mir Empfehlungen geben zu lassen und die auf die Liste zu setzen. Was habe ich also gemacht? Ich habe einmal hier auf YouTube, außerdem auf Instagram und bei TikTok gefragt und gesagt, hey, welches Buch soll ich in diesem Jahr lesen? Daraufhin kam eine sehr lange Liste zusammen und die meisten Bücher haben mir nichts gesagt, sodass ich nicht automatisch sagen konnte, ja oder nein, sondern ich musste dann einmal mir alle Klappentexte durchlesen und dann gegebenenfalls noch Rezensionen dazu, wenn der Klappentext für mich nicht eindeutig war. Daraus habe ich dann meine Auswahl zusammengestellt. Und zunächst war ich etwas besorgt, dass mir mehr Bücher zusagen könnten, als ich Plätze habe, wenn man so möchte. Aber tatsächlich kam es am Ende des Tages ganz gut hin, denn die Empfehlungen waren alle super interessant und eben noch interessanter dadurch, dass ich die Bücher überwiegend nicht kannte. Aber gleichzeitig waren da halt auch einige dabei, bei denen ich mir dachte, ja, ich möchte über meinen Tellerrand hinausschauen. Das habe ich ja in meinem Vorhabenvideo gesagt. Und ja, das möchte ich auch wirklich machen. Aber es gibt einfach so Genres, da weiß ich, selbst wenn dieses Buch auf einer Liste wäre, würde ich es halt nicht lesen. Ja, und dann gibt es für mich persönlich keinen Sinn, dass es auf dieser Liste ist. Von daher habe ich jetzt eine bunte Auswahl zusammengestellt aus sehr vielen verschiedenen Genres, auch teilweise sehr wilden Genres, die ich noch nicht bisher gehört habe. Da ist ein Buch, was mir auf jeden Fall explizit im Kopf geblieben ist. Und wir schauen uns jetzt mal gemeinsam an, welche 23 Bücher dieses Jahr eben dabei sein werden. Und tatsächlich wird es so sein, dass ich voraussichtlich, Änderungen können ja immer noch entstehen, aber auf jeden Fall überwiegend gucken werde, dass ich sie entweder als Hörbuch hören kann oder als E-Book kaufen kann oder gegebenenfalls auch ausleihe, je nachdem, weil ich ja nicht ganz sicher sein kann, ob das Buch tatsächlich zu mir passt. Denn ich weiß ja nicht, ob die Person, die mir das Buch empfohlen hat, wirklich denselben Geschmack hat oder eine dieselbe Richtung hat wie ich. Also von daher bin ich da etwas vorsichtig, nicht, dass ich wieder Bücher aussortieren muss und so weiter und so fort und mir unnötigerweise als Print zulege. Also ich werde da so eine Balance finden, mal schauen. Kommt immer drauf an, was es für Bücher sind, wie man sie bekommt etc. pp. Und ja, die Entwicklung im Laufe des Jahres werden wir dann gemeinsam sehen. Ansonsten, wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, mach das super gerne, indem du auf den roten Abonnieren-Button klickst. Lass mir immer gerne ein Like und einen Kommentar da und sag mir, ob du auch so eine Challenge machst. Also sei es 12 für 2023, 23 für 2023 oder. Und ich hoffe, dass die Bücher mir so gut gefallen werden, dass ich sie danach dir empfehlen kann. Hoffe ich auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt und würde sagen, wir starten jetzt. Auf jeden Fall beginnen wir mit einem Buch, was tatsächlich indirekt durch diese Challenge zustande gekommen ist. Denn ich habe das Buch tatsächlich bei Leo von Dunkelbunte Träume gesehen. Sie fand das Buch ganz gut oder sogar sehr gut, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Und da fand ich es schon interessant. Aber dann habe ich bei einer Instagrammerin diese Challenge gesehen, diese 12 Bücher für 2023. Und da konnte man eben auch empfehlen. Also das kam dadurch ein bisschen vom Anreiz her. Und sie meinte dann, okay, ich empfehle dir für deine Liste Legendborn. Und ich war so, okay, also das erste Buch ist Legendborn. Ich habe das Buch als Print hier, habe ich dir, wie gesagt, auch bei der Subtour gezeigt. Und freue mich da sehr drauf. Das ist also so ein indirekte Empfehlung gewesen. In diesem Buch geht es darum, dass Bree am College anfängt zu studieren und sich freut, endlich von der erdrückenden Fürsorge ihres Vaters loszukommen. Gleichzeitig ist sie immer noch dabei, den Tod ihrer Mutter zu verarbeiten und direkt am Beginn ihres Studiums, wenn man so möchte,
sieht sie einen Dämonenangriff. Das Ding ist, dass dieser Dämonenangriff nur von ihr gesehen wird und sonst von niemandem. Somit stellt sich die Frage, wieso das so ist und warum nur sie das Ganze sehen kann. Und vor allen Dingen, was es mit einem geheimen Bund auf sich hat. Das möchte sie auch herausfinden. Sie macht sich auf die Suche nach Antworten und muss dabei in der Vergangenheit von ihr, aber eben auch vor allen Dingen von ihrer Mutter graben und stellt dadurch dann fest, dass sie ein magisches Erbe in sich hat, antreten muss, irgendwie so. Und ich muss sagen, das klingt ziemlich cool, vor allen Dingen, weil es anscheinend so ein Artus-Ritter-Element mit drin hat, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ich bin sehr gespannt. Das Buch wird noch etwas warten, weil ich warten möchte, bis der zweite Band draußen ist. Und das ist im Juli diesen Jahres, also von daher warte ich noch bis Mai oder Juni, bis ich das Buch dann lese. Aber ich freue mich darauf schon sehr und finde die erste Auswahl schon super. Ansonsten kommen wir dann auch direkt zum zweiten Buch, was ich sogar schon beendet habe als Hörbuch. Und zwar A Good Girl's Guide to Murder. Das ist ein Jugendkrimi, würde ich sagen. Ich würde nicht sagen Thriller. Und das Buch wurde ja mega krass gehypt. Ich kann schon so viel vorwegnehmen, aber mehr dazu dann eben im Lesemonat Januar, im Februar. Dass mir das Buch gut gefallen hat. Also ich mochte es alles in allem. Es gab ein, zwei Stellen, die ich nicht so gut gelungen finde. Aber insgesamt war das schon ein erstes gutes Buch, eine gute Empfehlung. Ich werde das Buch wahrscheinlich nicht als Print bei mir einziehen lassen. Aber ich habe die Geschichte kennengelernt, wie gesagt, an sich für gut befunden und werde dir dann mehr berichten können. In dem Buch geht es um Pippa. Pippa muss, bevor sie aufs College geht und die College-Bewerbungen schreibt und so weiter und so fort, noch einen Aufsatz schreiben und dafür konnte sie sich irgendein Thema aussuchen. Sie hat sich dafür entschieden, dass sie sich einen Mordfall vornimmt, der vor 5 Jahren in der Kleinstadt, würde ich sagen, in der sie lebt, passiert ist. Dort wurde eine Schülerin ermordet. Voraussichtlich, man hat nie eine Leiche gefunden, aber der Schuldige wurde schnell gefunden, und zwar ihr Freund. Dieser besagte Freund hat allerdings sich dann selber das Leben genommen und somit war es etwas schwierig. Jeder glaubt, dass eben dieser Freund der Mörder ist, somit wurde seine Familie auch verschmäht. Pippa glaubt es allerdings nicht. Sie glaubt nicht, dass dieser gute Junge, den sie damals kennengelernt hat und zu dem sie aufgeschaut hat als Vorbild, dass er der Mörder gewesen ist. Sie recherchiert und langsam, aber sicher spitzt sich das Ganze zu und sie deckt Abgründe auf, von denen sie niemals gedacht hätte, dass sie passieren würden oder dass sie damit zusammenhängen würden. Kurz gesagt, ich mochte das Buch alles in allem ganz gerne. Mehr dazu im Lesemonat. Jetzt schauen wir uns direkt das nächste Buch an. Für uns macht das Universum Überstunden. Ich bin ja eigentlich nicht so der Jugendbuchmensch, aber irgendwie hat mich dieses Buch angesprochen. Ich kann nicht mal genau sagen, warum. Auf jeden Fall geht es hier um Ellie und Ellie hat eine Schuld auf sich geladen, als sie damals mit ihren Freunden gemeinsam das Haus eines Mitschülers angezündet hat. Ja, sie trägt diese Schuld nach wie vor mit sich, wurde dafür, soweit ich weiß, auch bestraft und dann ist es so, dass dieser besagte Mitschüler Finn wieder zurückkommt. Finn ist der Außenseiter mit Asperger. Das ist sein toller Spitzname, wenn man so möchte. Und als er dann wieder auf den Plan tritt, ist es so, dass Ellie feststellen muss, dass sie, wie gesagt, diese Schuld empfindet, aber gleichzeitig auch so viel mehr. Und zwar, dass sie in ihn verliebt ist, sich das aber damals nicht eingestehen konnte vor ihrer tollen Clique. Und dann ist es so, dass herauskommt, dass er sie ebenfalls gut findet, sie aber nicht weiß, ob sie das Ganze überwinden kann und sich somit auf das Ganze einlassen kann. Ja, ich finde, das klingt irgendwie interessant, weil, worauf ich sehr gespannt bin und warum ich das Buch gerne auf diese Liste setzen wollte, ist, wie diese Schuldfrage geklärt wird, wie das Ganze aufgearbeitet wird und wie der Entwicklungsprozess ist. Denn es klingt so, als könnte da mehr dahinter sein, also als könnte das Buch das Ganze eigentlich schon aufarbeiten, weil theoretisch weiß man ja vom Klappentext her schon den ganzen Inhalt, finde ich zumindest. Dementsprechend müssen ja die Lücken gefüllt werden und ich hoffe, dass das überzeugend dargestellt wurde. Wenn du übrigens eines der Bücher schon gelesen haben solltest, sag mir mal gerne spoilerfrei, wie es dir gefallen hat. Selbst wenn es negativ war, also wenn dir das Buch nicht gefallen hat oder du kritische Aspekte mit drin hattest, schreib mir das gerne. Ich bin da ja relativ offen, aber bitte spoilerfrei, einfach damit ich mich auf die Geschichte dann doch halbwegs entspannt einlassen kann. Und dann kommen wir als nächstes zu einem Buch, was ich tatsächlich noch nie gesehen habe, was aber vom Klappentext super cool klingt. Das Buch werde ich tatsächlich recht zeitnah lesen, vermutlich im Februar. Warum? Dazu kommen wir in einem späteren Video. Aber ich freue mich da extrem drauf, weil
Du weißt ja mittlerweile, dass ich es liebe, wenn Bücher anders sind. Und der Klappentext klingt schon mal sehr anders. Denn in dem Buch geht es darum, das Buch heißt Regenwaldgeflüster. Ich habe das Buch mit diesem Cover als E-Book. Und es gibt aber, wenn du auf Amazon guckst, auch noch mit einem anderen Cover das Buch. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du es ja auch. Und es geht hier auf jeden Fall darum, dass Victorias Traum sich erfüllt, als sie die Chance bekommt, ein Auslandsjahr zu machen. Und zwar in Argentinien. Und es ist dann so, dass sie ins Flugzeug steigt und dort zufällig ihr favorisierter Sänger mit an Bord ist, der ist Drew. Und dann passiert es aber, dass dieses Flugzeug abstürzt und sie eben mit diesem Sänger und ihrer Erzfeindin im Regenwald strandet. Dementsprechend beginnt ein Kampf ums Überleben und ja, man kann schauen, was die Dynamik mit den dreien und das Ganze, die ganze Situation macht. So würde ich es einfach zusammenfassen. Ich finde, wie gesagt, das klingt super cool. Es erinnert mich etwas an On the Island, also im Sinne von, dass man dieses Gestrandetsein hat, wobei die ja nicht auf einer Insel landen. Und ich kann mir vorstellen, dass, wenn das gut gemacht ist, dieses Regenwald-Setting mega ist. Egal, ob die da jetzt ums Überleben kämpfen müssen oder nicht, aber wenn es gut dargestellt ist, wäre das super cool. Also ich finde, das klingt sehr, sehr interessant. Das Buch geht, also steht drauf, so New Adult. Ich würde sagen, es ist wahrscheinlich so eine Mischung aus New Adult und Young Adult. Und ja, ich möchte an sich ja Abstand davon nehmen, aber wenn man neue Ideen hat, ist es nochmal eine ganz andere Geschichte. Von daher bin ich extrem gespannt, was mich da erwarten wird. Und ich hoffe, dass auch nur halbwegs, also selbst wenn nur 50% meiner Erwartungen erfüllt werden, dann wird mich das Buch zumindest gut unterhalten. Und was will ich letztendlich mehr? Das nächste Buch ist wieder aus dem Bereich Fantasy. Und das Buch ist auch nur indirekt auf diese Liste gewandert. Denn, und da, wie gesagt, kommt später noch mindestens ein Buch, es ist so, dass ich bei Jasmin von Cliffhanger Book Boyfriends dieses Buch gesehen habe. Ich kannte es auch schon vorher vom Sehen, gar keine Frage. Aber ich war immer ein bisschen skeptisch. Denn ich habe, würde ich behaupten, tendenziell eher immer kritische Rezension dazu gehört und war immer so, ich weiß nicht, denn es ist wieder so ein Hype-Buch. Es handelt sich um Elfenkrone von Holly Black und jetzt dachte ich mir, ist der Moment gekommen, in dem ich dieses Buch kennenlernen möchte im Zuge dieser Challenge. Hier geht es darum, dass die Protagonistin mit dem Namen Jude 7 ist, als ihre Eltern ermordet werden und sie wird an den Hof des Elfenkönigs entführt. Ja, dort ist sie dann mit ihrer Schwester, genau, mit ihren Schwestern, sie hat mehrere anscheinend, okay. Und das Ding ist, dass im Laufe der Jahre sie auf jeden Fall unbedingt dazugehören möchte, das aber nicht so einfach ist, weil sie als Sterbliche von den Elfen verachtet wird. Vor allen Dingen der jüngste Sohn, glaube ich, des Königs, ist da ganz vorne mit dabei und findet sie einfach nur blöd, beziehungsweise möchte es ihr so schwer machen wie möglich, aber gerade ihn sollte sie von sich selbst überzeugen und mal schauen, was das Ganze dann wird. Also, ich freue mich darauf. Eigentlich hätte das Buch ja schon durch Race of Books im Januar gelesen werden müssen. Das ist aber nicht möglich, weil das Buch leider nicht bei mir angekommen ist, sondern verloren gegangen ist oder so, ich weiß es nicht. Und von daher muss ich mal schauen, wann ich es lese, aber ich freue mich darauf. Einfach, weil ich wissen möchte, zu welcher Seite ich gehöre. Also, ob ich zu denen gehöre, die sagen, ja, aber nein oder ja, aber ja und ich möchte weiterlesen. Und von daher freue ich mich extrem auf die Geschichte und dass das Buch bei dieser Challenge mit dabei ist. Und das nächste Buch ist tatsächlich recht untypisch für mich, denn es ist ein historischer Roman. Und ich hatte tatsächlich einige Vorschläge für historische Romane und ich glaube, so zwei oder so werden auch noch dabei sein. Aber ich war sehr skeptisch, denn historische Romane lese ich ja eigentlich nicht. Beziehungsweise, womit ich tatsächlich hauptsächlich ein Problem habe, beziehungsweise was ich super ungern lese, sind so Bücher, die zu Zeiten vom Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg, wie auch immer spielen. Frag mich nicht warum, ich weiß es nicht, aber ich mag es einfach nicht. Ich kann es nicht begründen, ich habe keine Ahnung, woher das kommt, aber das ist etwas, was ich nicht so gerne mag. Aber auch sonst lese ich, wie gesagt, selten historisch, eigentlich nie. Und das Buch wollte ich jetzt aber mit drauf machen. Und zwar handelt es sich um Die Zuckerbäckerin. Ja, ich fand nämlich, dass das irgendwie super cool klang. Und ich war so, ich möchte über meinen Tellerrand hinausschauen. Ich gucke mir diese Geschichte mal an. Ich werde jetzt hier den Klappentext so ein bisschen vorlesen, einfach weil ich mir das nicht merken kann, diese ganzen Informationen und die ganzen Details. Und zwar geht es nämlich darum, dass die Zarentochter Katharina 1815 mit dem württembergischen König Wilhelm verheiratet wird.
Sie fühlt sich fremd in Stuttgart, bis sie die lebhaften Schwestern Eleonore und Sonja trifft. Und die beiden leben in ärmlichen Verhältnissen, kennen Hunger und Zurückweisung. Und dann ist es so, dass Katharina die beiden Mägde in ihr Schloss holt und dort Eleonore das Handwerk der Zuckerbäckerin lernt. Die drei ungleichen Frauen halten den Hof in Atem. Bald mischen sich Liebe, Verrat und Intrigen unter die süßen Düfte, die Eleonore als Zuckerbäckerin kreiert. Das klingt cool. Denn ich muss sagen, gerade dieses Intrigen- und Verrat-Ding klingt in dem Zusammenhang einfach super spannend. Und wir sind hier ja schon sehr historisch, für meine Verhältnisse zumindest. Aber ich war so, das Buch möchte ich drauf haben. Ich möchte die Geschichte auf jeden Fall näher kennenlernen. Dann kommen wir zu dem wohl speziellsten Buch, würde ich fast sagen, aus meiner Liste. Zumindest was das Genre angeht. Denn als ich das gesehen habe, war ich so, was zum Teufel wird mich hier erwarten? Und auch hier werde ich wieder den Klappentext vorlesen, weil der in Protagonisten geordnet ist. Und das kann ich mir nicht merken. Also sind wir ehrlich, das kann ich mir nicht merken. Und zwar handelt es sich um After Eden. Und hier geht es auf jeden Fall darum, also das geht in den Bereich Fantasy, aber in eine spezielle Unterkategorie, würde ich sagen. Und zwar geht es darum, als Eden fiel, verließ Gott die Welt und verfluchte sie. Die rebellierenden Engel verwandelte er in Dämonen, die sieben Todsünden, und sperrte sie in Slayer, Menschen dazu verdammt, zu töten und Leid zu bringen. Nemesis. Nach 16.000 Jahren als Slayer hat er die Schnauze gestrichen voll. Sollen die himmlischen Speichellecker doch kommen und endlich vollbringen, woran sie gescheitert sind. Zero. Verdammte Verräter. Er wird sie finden, sie töten und alle, die ihm in die Quere kommen, wird er im Namen des Himmels vernichten. Gabriel. Wieso will Gott die Todsünden plötzlich auslöschen? Sind sie nicht noch immer Brüder und Schwestern des Himmels? Sie sind nicht verloren, nur gefallen, und er wird ihnen das Fliegen wieder beibringen. Isaiah. Das Schicksal kann ihn mal. Ehrlich, es geht gar nicht klar, dass die Menschheit über Jahrtausende an einem Fluch leidet. Aber nicht mit ihm. Er wird sich höchstpersönlich darum kümmern, dass dieses Elend ein Ende findet. John. Erst bestraft Gott die Menschen mit den Todsünden und nun will er sie loswerden? Nein, danke. Es ist wohl an der Zeit, ein paar Federn zu rupfen. Das ist auf jeden Fall dystopisches Dark Fantasy. Ich habe keine Ahnung. Ich finde, das klingt nach einer ganz wilden Kombination. Nur doch generell, so der Inhalt klingt super wild. Und ich war so, oh mein Gott, ich möchte diese Geschichte kennenlernen, denn es klingt einfach nur spannend. Also wirklich einfach spannend, interessant, und ich bin auf jeden Fall dabei und hoffe, dass ich dazu zeitnah komme. Aber ich habe das Buch noch nicht, aber ich hoffe es einfach und werde dir dann auf jeden Fall berichten. Und das nächste Buch klingt ebenfalls interessant. Es ist Romance, aber irgendwie auch anders. Also ich finde die Ausgangslage der Geschichte super spannend und vielleicht kennst du das Buch sogar, denn ich weiß, dass es einige Leute gelesen haben. Es wurde nicht gehypt, aber einige Leute haben es gelesen und ich glaube, alle Rezensionen, die ich bisher dazu gesehen habe, waren begeistert. Und so handelt es sich um Kolibri Herzschlag. Hier geht es um Laura und Jasper oder Laura und Jasper. Ich weiß nicht genau, ob das in Deutschland spielt oder nicht. Die sind auf jeden Fall früh Eltern geworden und als dann ihre 14-jährige Tochter den Wunsch äußert, in ein Sportinternat zu gehen, haben beide auf einmal, vor allen Dingen Laura, sehr viel Zeit. Sie überlegt sich, was will sie eigentlich wirklich im Leben? Ist sie glücklich? Möchte sie nicht mehr vom Leben? Und als die beiden geheiratet haben damals, war es so, dass sie sich ein Versprechen gegeben haben. Und zwar, wenn sich jemals die Chance ergeben sollte, eine bestimmte prominente Person zu treffen und mit der was zu machen, dann dürfte man das. Also sozusagen der Freifahrtschein, um mit einem Prominenten etwas am Start zu haben und seinen Partner zu betrügen. Ist die Frage, ist es da noch Betrug? Aber ne, so. Und niemals hätte Laura gedacht, dass sie jemals diese Chance ergreifen würde oder überhaupt darüber nachdenken müsste. Doch dann trifft sie auf den Rockstar, den sie damals benannt hat. Er heißt Cosmo. Und ja, sie muss schauen, was passiert, wenn er ihre Welt ins Wanken bringt. Ich muss sagen, das klingt super cool. Denn ich mag es, dass hier nicht, so wie es zumindest klingt, man eben diese zwei neuen Charaktere hat, die sich kennenlernen, lieben lernen und so weiter und so fort, sondern dass es hoffentlich darum gehen wird, wie diese Ehe von Jasper und Laura sich verändert hat, entwickeln wird, was das Kind damit gemacht hat, also mit deren Beziehung und wie man das Ganze, wenn es so ein bisschen ins Strudeln kommt und ins Wackeln kommt, wieder ins
Lot bringen kann oder eben auch nicht, je nachdem. Aber ich finde es cool, dass wir in einer aktiven Beziehung arbeiten sozusagen, weil immer diese, wir lernen uns kennen und dann lieben und bla bla bla, finde ich halt ein bisschen eintönig und langweilig. Von daher freue ich mich darauf auch sehr. Das ist ja tatsächlich eine vierteilige Reihe. Ich bin gespannt, ob ich danach weiterlesen werde und wie mir, wie gesagt, dieses Buch gefallen wird. Und dann kommen wir zu einem Thriller. Ich glaube, das ist auch tatsächlich der einzige Thriller auf dieser Liste, aber besser einer als keiner, und zwar Das Chalet. Ich habe dazu mittlerweile ein paar kritische Meinungen gehört, aber ich lasse es einfach auf mich zukommen. So, warum nicht ausprobieren? Dieses Buch handelt von einem Chalet in den französischen Alpen, in dem sich die Mitglieder eines Start-up-Teams wiederfinden, um über ein Übernahmeangebot zu sprechen. Es wird viel diskutiert, die Stimmung wird immer angespannter, denn es ist tatsächlich so, dass ja jeder irgendwie eine eigene Strategie verfolgt. Die einen haben viel zu verlieren, die anderen viel zu gewinnen. Und irgendwann kommt es dann dazu, dass durch ein Unwetter dieses Chalet von der Außenwelt abgegrenzt wird. Und nach wird ein Mitglied nach dem nächsten dieses Startups tot aufgefunden. Und eine Sache ist dementsprechend klar, der Mörder muss sich in dem Chalet befinden und höchstwahrscheinlich zum Team gehören. Ja, das ist natürlich nichts, was man nicht schon mal gelesen hätte. Also ich habe das schon öfter in Büchern gehabt, aber es kommt natürlich immer sehr stark auf die Umsetzung und natürlich auch die Auflösung drauf an. Und ich bin gespannt, wie das vor allen Dingen sein wird mit diesem französischen Chalet und gleichzeitig dann eben mit diesem Start-up-Team und was da für Geheimnisse dabei sein werden. Denn das, finde ich, ist tatsächlich immer das Interessanteste an solchen Geschichten, was jetzt letztendlich dahinter steckt. Natürlich darf in dieser Liste oder dürfen in dieser Liste unter Umständen noch keine englischen Bücher fehlen und es haben sich zwei englische Bücher eingeschlichen. Wir starten jetzt mit dem ersten, bei dem ich mir zwar etwas unsicher bin, aber ich finde, die Ausgangslage klingt cool und ich mag das Cover. Ich bin ja, wie gesagt, auch eine Elster, also von daher kann ich dem nicht ganz widerstehen. Und zwar ist das Buch If He Had Been With Me und es geht darum, dass die Protagonistin Autumn und Finn, die beiden waren einst unzertrennbar und waren wirklich gute Freunde oder vielleicht auch mehr, ich weiß es nicht genau. Doch dann ist es irgendwie so gekommen, also durch irgendwelche Umstände, dass die beiden gar nichts mehr miteinander zu tun haben. In der Zwischenzeit hat Autumn einen Freund und Finn ist der beliebte Junge an der Schule geworden. Und dann ist es aber so, dass die beiden jedes Mal, wenn sie sich begegnen oder aneinander vorbeigehen, die Wege sich kreuzen, dass Autumn auf jeden Fall so ein anderes Gefühl hat bei ihm. Und dann passiert etwas, was dafür sorgt, dass Autumn Jahre später darüber nachdenkt, was wäre gewesen, wenn er weiterhin mit ihr zusammen gewesen wäre. Wie gesagt, die beiden befreundet gewesen wären, die einfach Kontakt gehabt hätten. Ich finde, das klingt sehr dramatisch. Es ist ja irgendwie schon ein Jugendbuch, aber ich kann mir vorstellen, dass da viel mehr Ernsthaftigkeit dahinter steckt, als man vielleicht so im ersten Moment vermuten würde. Und ich bin gespannt, ob es wirklich in so eine sehr dramatische Richtung geht oder eher in eine ganz normale Was-wäre-wenn-Richtung. Aber egal, was es sein wird, ich freue mich darüber und bin extrem gespannt drauf. Also wirklich, auch wie es sich lesen lässt natürlich, aber ich finde, das ist mal was anderes und von daher bin ich auf jeden Fall dabei. Das nächste Buch ist tatsächlich ein Buch, was noch gar nicht so lange veröffentlicht ist und ich habe bisher auch nur Gutes gehört, war aber nicht so überzeugt, weil ich mir dachte, es ist auch wieder historisch und wie gesagt, das ist nicht meins, aber ich freue mich jetzt drauf, weil ich den Klappentext gar nicht kannte bisher und den irgendwie sehr, sehr spannend finde. Und zwar handelt es sich um Die versteckte Apotheke und in dem Buch geht es darum, dass im 18. Jahrhundert Frauen hinter vorgehaltener Hand flüstern, dass es eine Möglichkeit gibt, aus einer gewalttätigen Ehe zu entkommen, indem man einer Apothekerin eine Nachricht zukommen lässt. Sie wird dann ein Gebräu zusammenstellen, was eben dafür sorgt, dass der Ehemann da jetzt nicht so unbeschadet, wenn er das konsumiert, rumkommt oder rauskommt. Und dann ist es aber so, dass die Frage sich gestellt werden muss, was passiert, wenn die Retterin zur Gejagten wird. Und Jahre später begleiten wir dann eine Historikerin, die dem Ganzen auf die Spur kommt, also die die Geschichte nachverfolgt von dieser Apothekerin und dadurch selbst ihr Leben in Gefahr bringt. Und ja, was es damit auf sich hat, werde ich dann herausfinden. Ich finde, wie gesagt, das klingt super cool und ich freue mich, dass das Buch vorgeschlagen wurde, weil sonst hätte ich die Geschichte einfach an mir vorbeiziehen lassen, weil ich gesagt hätte, historische Bücher interessieren mich nicht und das Buch hat mich jetzt auch rein optisch, ich finde das Cover zwar hübsch, aber hat mich jetzt nicht so angesprochen.
Von daher freue ich mich auch darauf sehr. Ich werde das Buch voraussichtlich als Hörbuch hören. Mal schauen, ob früher oder später. Aber ich werde dir auf jeden Fall berichten. Auch wenn ich mit dem Genre immer noch ein bisschen auf Kriegsfuß bin, wenn man so möchte, hat sich ein Buch auf diese Liste geschlichen. Und zwar rede ich von Dark Romance. Ja, ich bin sehr gespannt, was es sein wird, also wie das Buch sein wird und wie die Reihe sein wird, falls ich weiterlesen sollte. Denn wie gesagt, so richtig überzeugen konnte mich noch kein Buch aus dem Genre, aber ich bin ja immer offen dafür. Ich habe mich entschieden für The Serpents Band 1, Sündenfall. Das ist ein Dark Reverse Harem Buch. Ich habe nichts gegen Reverse Harem, also das ist ja eine Frau mit mehreren Männern. Habe ich nichts gegen, aber die Umsetzung ist ja meistens das Problem und ich hoffe, dass es hier besser sein wird. Und zwar werde ich hier auch wieder den Klappentext so ein bisschen ablesen, einfach weil der sehr lang ist irgendwie und viele Namen und ja, kann ich mir nicht merken, von daher machen wir das so. Und zwar, Gewalt, Mord und Kriminalität sind die drei Pfeiler der Las Serpientes. Müsste es ja sein. Mein Name ist Sage Cadenas und ich diene dem Ophidios-Kartell, seit ich denken kann. Sie haben mich zur Viper gemacht, einem Mitglied der Las Serpientes, der tödlichsten Einheit im ganzen Kartell. Als der Präsident in meiner Anwesenheit stirbt, gibt es nur zwei mögliche Ausgänge. Ich sterbe oder ich erhalte meine Freiheit zurück. Mein neuer Boss, Nathan Ophidios, wählt Option Nummer 3 für mich, weiterhin für ihn zu arbeiten. Widerwillig stimme ich zu, nicht ahnend, dass ab diesem Zeitpunkt alles anders sein wird. Verrat zeichnet meinen Alltag, denn nicht nur werden alte Lügen aufgedeckt und neue geschrieben, auch ein verfeindeter Drogendealer nutzt die geschwächte Situation des Kartells aus, um gnadenlos anzugreifen. In einer Welt wie dieser haben Gefühle keinen Platz. Und doch beanspruchen Nathan, Vren und Andres, die Männer, die das Kartell nun führen, jedes einzelne Gefühl, das jemals in mir existiert hat. Angst, Wut, Hass, Zorn, Ärger, aber auch ein unstillbares Verlangen nach all den verbotenen Sehnsüchten, in die sie mich nach und nach einführen. In einem Moment sind sie einschüchternd, zerstörerisch und unnahbar, im nächsten beherrschen sie leidenschaftlich meinen Körper, Geist und meine Seele. Die Frage ist nur, was wird am Ende davon überwiegen? Das klingt sehr wild, vor allem weil wir dieses Kartell-Setting haben, aber irgendwie halt auch cool. Und da ich, wie gesagt, auf der Suche bin nach guten Dark Romance Büchern, weil ich das Genre an sich schon interessant finde, aber eben die Umsetzung nicht überzeugend, hoffe ich auf das Beste. Wenn ja, gibt es 5 Bände, glaube ich, davon. Ja, 1 von 5. Und ich bin mal gespannt, was mich da erwarten wird. Und dann kommen wir zu einem Buch, was tatsächlich mehrfach empfohlen wurde und bei dem ich mir richtig unsicher bin, ob ich es nicht schon kenne. Denn ich lese ja schon sehr lange und dementsprechend kann es sein, dass ich die Geschichte schon kenne, aber ich bin mir nicht sicher. Also es ist nicht so, dass es zu 100% Klick gemacht hat, sondern es ist nur so, dass die Cover mir vermeintlich etwas sagen, zumindest die alten. Aber ich zeige dir jetzt die neuen, weil ich glaube, ich würde es wenn dann so lesen oder mir anschaffen oder wie auch immer. Und zwar handelt es sich um Du oder das ganze Leben. Das ist der erste Band von einer Trilogie und ich bin sehr gespannt, denn hier geht es um Brittany. Brittany ist so die kleine Miss Perfect, die schönste an der Schule, die jeder begehrt. Und sie bekommt dann einen neuen Chemiepartner, und zwar Alex. Alex ist der Leader einer Gang und sie hätte sich natürlich niemand besseren vorstellen können. Und dann kommt es dazu, dass Alex sich sagt, die kleine Miss Perfect, die möchte ich innerhalb von 14 Tagen rumkriegen. Allerdings wird aus diesem anfänglichen Spaß schon bald ein bitterer Ernst und die beiden verlieben sich ineinander mit Haut und Haaren. Doch das darf seine Gang natürlich auf gar keinen Fall zulassen. Klingt cool, ich bin dabei. Wie gesagt, ich habe schon sehr viele Leute von dieser Reihe schwärmen hören und sie wurde mehrfach empfohlen. Deswegen ist sie auf der Liste und ich freue mich da schon sehr drauf. Dann wechseln wir wieder in ein anderes Genre und zwar handelt es sich um das Buch Seele aus Eis. Hier geht es darum, dass schwarze Asche, die von brennendem Himmel regnet, eine der Träume ist, die Lina oder Lena seit Monaten den Schlaf rauben. Ihr sonst so normales Leben wird zunehmend eigenartiger und gefährlicher, denn ihre Albträume beginnen nach und nach sich zu bewahrheiten. Als sie beinahe ertrinkt, glauben ihre Freunde an einen Unfall, doch Lena weiß es besser. Jemand hat versucht, sie umzubringen. Schnell verdächtigt sie den mysteriösen Darian, denn trotz seines charmanten Auftretens wird sie den Gedanken nicht los, dass hinter seiner freundlichen Fassade sich etwas Düsteres verbirgt.
Ich glaube, das geht in die Fantasy-Richtung, wenn ich mich nicht irre. Müsste ja. Und das ist auch tatsächlich Teil 1 von 4. Ich bin gespannt, ob ich weiterlesen werde. Aber ich finde allein schon diese Anfänge super cool. Und je nachdem, wie dieses das Albtraum-Ding eingebaut wird, kann das halt sehr creepy werden. Also, dass man sich wirklich so ein bisschen unwohl fühlt. Und ich finde tatsächlich, dass das eine ganz coole Empfindung ist, wenn es denn passt in Büchern. Von daher bin ich gespannt auch auf diese Geschichte. Und auch das nächste Buch durfte auf diese Liste, weil es mehrfach genannt wurde. Und eigentlich hätte ich es halt ausgeschlossen, weil es eben nicht das ist, was ich mag. Aber ich war so, okay, dieses Buch lasse ich drin und lasse mich einfach mal darauf ein. Denn es spielt mitunter zu Kriegszeiten. Wie ich ja schon gesagt habe, das ist eigentlich nichts, was ich gerne mag. Es handelt sich auf jeden Fall um die Bücherdieben. Und hier geht es darum, Molching bei München. Hans und Rosa Hubermann nehmen die kleine Liesel Memminger bei sich auf. Für eine bescheidene Beihilfe, die ihn die ersten Kriegsjahre erträglicher macht. Für Liesel jedoch bricht eine Zeit der Hoffnung voll schieren Glücks an. In dem Augenblick, als sie zu stehlen beginnt. Anfangs ist es nur ein Buch, das im Schnee liegen geblieben ist. Dann eines, das sie aus dem Feuer rettet. Dann Äpfel, Kartoffeln und Zwiebeln. Das Herz von Rudi, die Herzen von Hans und Rosa Hubermann, das Herz von Max und das des Todes. Denn selbst der Tod hat ein Herz. Ja, ich glaube, es geht gar nicht so viel um Krieg und so. Also von daher kann ich es auf jeden Fall noch eher, oder wird es eher wahrscheinlich etwas sein, worauf ich mich gut einlassen kann, sagen wir es einfach so. Ich weiß es nicht, aber selbst wenn es anders sein sollte, ich bin gespannt auf die Geschichte. Und wie gesagt, wenn sie sogar mehrfach empfohlen wird, muss ja was dran sein. Und ich finde, das klingt auch wieder nach einer ganz, ganz anderen Geschichte. Und da bin ich ja, wie gesagt, immer dabei. Zu dem nächsten Buch habe ich bisher durchwachsene Rezensionen gesehen, denn es ist noch nicht so lange veröffentlicht. Aber ich dachte mir, ich mache das Buch trotzdem auf die Liste, weil auch hier wieder der Anspruch war, es ist etwas anderes. Wovon rede ich? Ich rede von Anatomy. Und in dem Buch geht es eben darum, dass Lady Hazel Sinnett eine Chirurgin werden möchte. Allerdings ist das für eine Frau unmöglich, aber dann trifft sie auf den Dozenten Dr. Becham und er lässt sich auf einen Deal ein. Wenn sie die Prüfung ohne Unterricht besteht, darf sie bei ihm studieren. Sie trifft dann auf Jack Currer, einen Auferstehungsmann. Er gräbt Leichen aus und verkauft diese für Lehrzwecke. Jack hilft Hazel nicht nur beim Lernen, sondern weckt auch ungeahnte Gefühle in ihr. Als sie an den Toten immer mehr Besonderheiten entdeckt, finden sich die beiden in einem Netz aus Geheimnissen und Intrigen wieder. Das klingt sehr spannend. Und ich bin vor allen Dingen sehr daran interessiert oder ja, gespannt darauf, wie dieser Anatomy-Anteil tatsächlich eingebaut ist, wie viel man da mitbekommt und so, weil das finde ich sehr, sehr spannend. Das ist etwas, was mich sehr interessiert. Bei dem nächsten Buch handelt es sich nicht um eine aktive Empfehlung, sondern eine indirekte. Und zwar habe ich das Buch häufiger mal bei Lara von Bookaholic Group gesehen und sie hat immer davon geschwärmt. Und ich war so, okay, jetzt ist der Moment, ich werde es auf diese Liste setzen und mir dann näher anschauen. Gleichzeitig ist es das zweite Buch, was eben Englisch ist. Und ich dachte mir, ich schaue es mir mal an. Und zwar handelt es sich um Simple Wild. Ja, hier geht es, ich werde es nur grob zusammenfassen und dann genauer, wenn ich zu dem Buch komme. Hier geht es auf jeden Fall um Keller und Keller, komischer Name irgendwie, auf jeden Fall, bei ihr ist es so, dass sie mit 2 Jahren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, von ihrer Mutter also eigentlich lebt sie oder hat sie in der Wildnis von Alaska gelebt, an einem Ort und ihre Mutter hat sie dann mitgenommen mit 2 Jahren und somit sind sie dann nach Toronto gezogen und dementsprechend kennt sie eigentlich nur dieses Stadtleben, Großstadtleben, doch dann erhält sie einen Anruf von ihrem Vater, dass er nicht mehr so lange zu leben hat. Sie beschließt, wieder dorthin zurückzufliegen oder zu fahren, ja, zu fliegen und dann eben für ihren Vater da zu sein, egal was er in der Vergangenheit sich für Fehler erlaubt hat und. Und als sie dort ankommt, ist eben alles total neu für sie. Sie entdeckt alles neu und trifft dann auf einen mysteriösen Mann, wenn man so möchte. Jonah heißt der, wenn ich mich richtig erinnere, ja. Und die beiden wollen dann sich näher oder kommen sich dann wahrscheinlich näher. Gleichzeitig wird es Probleme geben. Also das Klassische. Aber ich muss sagen, das klingt sehr vielversprechend. Und wie gesagt, so wie Lara darüber geschwärmt hat, blieb mir nichts anderes übrig, als dieses Buch auf die Liste zu setzen. Ich bin sehr gespannt, wie es sein wird und werde dir dann mehr berichten. Dann kommen wir wieder zu einem Fantasy-Buch und zwar Rabenherz und Eismund. Und hier geht es darum, dass
das Land über dem gefrorenen Himmel bisher für Mylene nur ein schönes Märchen war. Doch dann wird ihre Freundin entführt, und zwar angeblich in das Reich des Winterkönigs. Und da sie unerschrocken ist, macht sie sich auf den Weg, um ihre Freundin zu retten. Aber natürlich ist dieser Weg sehr gefährlich. Und dann gibt es einmal Thomas und Birgitta. Die beiden sind selbst Gefangene vom Winterkönig und helfen ihr dann, dass sie sich in das Schloss einschleichen kann. Doch die Protagonistin muss sich fragen, was es mit dem mysteriösen Eisprinzen auf sich hat, den sie zufällig in einem Raum entdeckt hat und der häufiger in ihren Träumen auftaucht. Das klingt nach was anderem, und vor allen Dingen mag ich dieses Wintersetting. Also wenn das gut eingebaut ist, dann ist das mega, weil zum Beispiel die Schneekönigin, das Märchen, mag ich ja sehr gerne. Und wenn es nur auch annähernd in so eine Richtung geht, dann kann es nur gut werden. Und es klingt auch wieder mal nach was anderem, halt nicht so nach diesem klassischen Fantasy-Ding, sondern nach so ein bisschen anderem Setting, und von daher bin ich auch da sehr gespannt drauf. Dann kommen wir zu einem historischen Roman, der sehr bekannt ist und ich glaube auch sehr gefeiert wird, würde ich sagen. Aber ich dachte mir, trotz der Tatsache, dass es eigentlich nicht so mein Genre ist, lasse ich mich darauf ein und möchte die Geschichte kennenlernen. Es handelt sich um Die Nachtigall, und hier geht es darum, dass zwei Schwestern im von Deutschen besetzten Frankreich leben, und während Vianne ums Überleben ihrer Familie kämpft, schließt sich die jüngere Schwester Isabelle der Résistance an und sie sucht die Freiheit auf dem Pfad der Nachtigall, einem geheimen Fluchtweg über die Pyrenäen. Und die Frage ist aber, wie weit darf man gehen, um zu überleben? Und wie kann man die schützen, die man liebt? Ja, ich finde, das klingt interessant. Der Rest ist so blabla, deswegen war ich gerade ein bisschen irritiert. Aber ich finde, das klingt sehr interessant. Ich mag diese Schwestern-Thematik. Ich bin gespannt, wie die Kriegsthematik eingebaut sein wird. Und wenn alle davon schwärmen, kann es bestimmt auch mich begeistern. Ich meine, wenn ich in einem Genre unerfahrener bin, ist ja die Schwelle, mich zu begeistern, eigentlich geringer. Aber ich lasse mich überraschen und werde auch da dir dann von berichten, soweit ich zu dem Buch gegriffen habe. Dann kommen wir zu einem Buch, was wieder in eine ganz andere Richtung geht. Und zwar Die fünf Menschen, die dir im Himmel begegnen. Dieses Buch handelt von Eddie. Er ist der Betreiber eines Rummelplatzes und kümmert sich eben darum, dass alles in Schuss bleibt. Und vor allen Dingen eben mit den Gondeln alles stimmt. Genau an seinem 83. Geburtstag kommt es dazu, dass eine Gondel abstürzt. Und er sieht, dass dort ein Mädchen untersteht. Er rettet dieses Mädchen und schmeißt sich auf sie, sodass sie zur Seite, an der Seite ist und ihr nichts passiert. Er wird aber von der Gondel getroffen und stirbt. Dann kommt es dazu, dass er mürrisch und ungläubig seines eigenen Schicksals im Himmel auftaucht, und nacheinander begegnen ihm fünf Menschen, die in seinem Dasein eine Rolle gespielt haben. Und in einer eindrucksvollen Rückschau versöhnt er sich mit seinem Schicksal und spürt den Wert seines eigenen Lebens. Klingt super, klingt interessant, klingt nach was anderem, und ich bin super gespannt, wie die Geschichte dann am Ende sein wird. Und das nächste Buch ist wohl das bekannteste von allen, würde ich sagen, zumindest im englischsprachigen Raum, und zwar ist das englische Buch Shatter Me, und ich hole es mir aber auf Deutsch oder habe es mir auf Deutsch geholt, und zwar Ich fürchte mich nicht. Und ja, darin geht es um Folgendes: Du darfst mich nicht anfassen, flüstere ich. Bitte fass mich an, möchte ich in Wahrheit sagen. Aber wenn man mich anfasst, geschieht Seltsames, Schlimmes. Ihr Leben lang war Juliette einsam, eine Ausgestoßene, ein Monster. Ihre Berührung ist tödlich, man fürchtet sie, hat sie weggesperrt. Bis die Machthaber einer fast zerstörten Welt sich ihrer als Waffe bedienen möchten. Doch Juliette beschließt zu kämpfen. Gegen die, die sie gefangen halten, gegen sich selbst, das Dunkle in ihr. An ihrer Seite ein Mann, zu dem sie sich unaufhaltsam hingezogen fühlt. Ihn zu berühren ist ihr sehnlichster Wunsch und ihre größte Furcht. Ja, ich würde sagen, das ist nichts, was man nicht schon gelesen hat. Die Ausgangslage gibt es ja häufiger, aber da muss ja irgendwas dran sein an diesem Hype, mehr oder weniger. Und ich habe mich, wie gesagt, dazu entschieden, das Buch auf Deutsch anzufangen oder die Reihe auf Deutsch anzufangen, weil ich halt einfach wüsste, englisches Fantasy, ich würde niemals dazu greifen. Und ich weiß, dass nur bis Band 3, also nur die ersten 3 Bände übersetzt worden sind, aber dann kann ich ja immer noch auf Englisch rumschwenken, und ich habe dann wenigstens die Anfänge auf Deutsch gelesen, sodass die grundlegenden Dinge auf jeden Fall zu 100% verstanden worden sind, hoffentlich. Und von daher bin ich sehr gespannt, was mich hier erwarten wird und ob mir die Geschichte zusagen wird, oder ich sage schon wieder, wie ist dieser Hype zustande gekommen? Ich
Ich lasse mich überraschen und werde dir dann berichten. Das nächste Buch habe ich tatsächlich auch noch nirgendwo gesehen, aber der Klappentext klang für mich super interessant. Und zwar handelt es sich um Die Stille in mir. Und hier geht es darum, diese Stille im Herzen wird immer lauter. Und wer nun denkt, dass man Stille nicht hören kann, der irrt sich. Stille ist lauter, als man sich vorstellen kann. Stille ist das lauteste Geräusch, das man je gehört hat. Stille ist unerträglich, sie ist da und geht nicht mehr weg. Bäcker schreit leise. Ein stummer Schrei, um eventuell gehört zu werden, denn offen zu reden ist nicht immer einfach. Vor allem nicht dann, wenn der Tod eines Menschen alles verändert und nichts vergessen werden kann. Und dann steht da noch eine berührende Geschichte mit Poesie zwischen den Zeilen. Und vor allem dieses Poetische wurde auch in den Rezensionen häufig erwähnt. Ich bin sehr gespannt darauf. Und ich mag ja eigentlich nicht diese überdramatischen Geschichten. Und so mit diesem Tod und Stille und so klingt ja so. Aber ich kann mir vorstellen, dass es hier sehr herzergreifend sein wird. Und von daher wollte ich dieses Buch auch auf meine Liste machen. Und dann kommen wir jetzt noch zu dem letzten Buch, insofern ich keins vergessen habe. Ich hoffe, ich habe keins vergessen. Und dabei handelt es sich um einen Klassiker, bei dem ich tatsächlich entdeckt habe, dass ich ihn mir vor 6 Jahren oder 5 Jahren irgendwie so schon mal als Kindle gedownloadet habe. Und ich war so, ach so, ich habe mich also schon vor 5, 6 Jahren vorbereitet auf diese Empfehlungs-Challenge in diesem Jahr. Worum handelt es sich? Es handelt sich um Die drei Muskeltiere. Ich weiß grob natürlich, worum es geht, aber konkret nicht. Deswegen gucke ich jetzt einmal kurz nach und werde es dir dann nochmal zusammenfassen. Und zwar geht es natürlich um den berühmten Spruch, einer für alle, alle für einen. Und der junge Gasconier d'Artagnan kommt nach Paris, um den berühmten Muskeltieren der loyalen Leibwache des Königs beizutreten. Dort lernt er bald Porthos, Athos und Aramis kennen. Gemeinsam mit ihnen muss er sich Duellen, höfischen Intrigen und Machtspielen stellen und entscheiden, auf welcher Seite er im Machtkampf zwischen König und Kardinal Richelieu, weiß ich nicht genau, stehen will. Ja, ich muss sagen, das klingt cool. Die drei Muskeltiere mochte ich schon immer und von daher freue ich mich dann, diesen Klassiker kennenzulernen. Und somit haben wir auch einen Klassiker auf dieser Liste. Ich finde tatsächlich, dass diese Liste sehr abwechslungsreich wirkt. Zumindest von dem, wie die Klappentexte klingen und eben wie die Genres, die dazu gehören, klingen. Und von daher freue ich mich da extrem drauf. Also wirklich, ich freue mich auf jedes einzelne Buch und möchte eigentlich so schnell wie möglich diese Liste angehen. Einfach nur, weil es so cool klingt und ich jetzt gerade so gehypt bin. Aber ich werde jetzt natürlich mir ein bisschen aufteilen und dir dann noch berichten. Übrigens habe ich noch eine zweite Liste. Und zwar habe ich eine Liste mit 10 Autoren, die ich dieses Jahr kennenlernen möchte. Wenn du dazu ein Video haben möchtest, dann schreib mir das. Ich werde mal gucken, ob sich das anbietet, wann ich das mache und so weiter und so fort. Aber die gibt es auf jeden Fall auch noch, 10 Autoren für 2023, weil es ja doch so Autoren gibt, die man selber bisher nicht kennengelernt hat, aber man hört immer alle Leute schwärmen und deswegen dachte ich mir, mein Sub ist ja kleiner geworden, von daher kann ich mir das ja mal aktiv vornehmen und dann ein paar neue Autoren kennenlernen oder Autoren, die ich schon kenne, besser kennenlernen. So viel dazu. Schreib mir, wie gesagt, alle deine Lesepläne super gerne in die Kommentare. Wenn du eines der Bücher schon kennst, schreib, wie es dir gefallen hat. Spoilerfrei. Und ansonsten lass mir gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Und wenn du kein Video mehr verpassen willst, dann aktiviere am besten einfach die Glocke. Ansonsten wünsche ich dir einen wundervollen Tag und freue mich, dich beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann. I'm not going to do that.